Das war nix. Einen Tag vor dem heiß ersehnten Comeback von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier haben die deutschen Skijäger beim Weltcup im tschechischen Nové Mesto das nächste Top-Resultat klar verpasst. Im Sprint über 10 Kilometer lief Weltmeister Benedikt Doll als bester DSV-Athlet auf den 11. Rang. Zuletzt hatten die deutschen Männer dreimal in Serie das Podest erobert. Eigentlich bin ich schon sehr zufrieden. Aber ich glaube, dass ich auf der Strecke viel Zeit verloren habe, sagte Doll der ARD. Ich will im Verfolger die Top 10 angreifen, denn die Abstände sind nicht so groß. Was allerdings nur die halbe Wahrheit war, DRTENCENTER stand im Gesamtweltcup Bösieg mit deutlichem Vorsprung zum Podest, fehlten dem Schwarzwälder tatsächlich nur 18,3 Sekunden, zu Bö allerdings eine Welt. 1, 12,5 Minuten lag Doll hinter dem fehlerfreien Skandinavier, der mit dem 4. Saisonerfolg seine momentane Ausnahmestellung untermauerte. Nach einem perfekten Rennen verwies der 25-Jährige den Russen Alexander Lok genau 21,0 Sekunden und den Schweden Martin Ponsiluoma 54,2 für Sprintverhältnisse deutlich auf die Plätze. Der Sprint der Männer durfte getrost als Ouvertüre für die mit Spannung erwartete Rückkehr der Königin betrachtet werden. Nach der krankheitsbedingten Zwangspause bestreitet Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier am Freitag Biathlon, Sprint in Nové Mesto ab 17.30 Uhr im Live-Ticker ihr erstes Weltcuprennen dieser Saison, am Ort, wo einst ihr Stern aufgegangen war. Ich verbinde viele positive Emotionen mit Nové Mesto, sagte Dahlmeier, die bei der WM in Tschechien 2013 ihr erstes Rennen auf der großen Bühne bestritten und zwei Jahre später ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte. Von einem solchen Erfolg waren die deutschen Männer im Herzen Tschechiens am Donnerstag weit entfernt, aber wen wundert das mittlerweile noch? Bei der Dominanz, die der phänomenale Bö in nahezu jedem Rennen an den Tag legt, werden die meisten Konkurrenten zu Statisten degradiert. Wenn der so laufstarke Bö am Schießstand ohne Fehler durchkommt, haben die keinesfalls schwachen DSV-Skijäger kaum eine Chance. Pfeiffer und Schemp mit Schießfehler schon gar nicht, wenn sie selbst schwächeln und Extrameter in der Strafrunde absolvieren müssen. Die arrivierten Doll, Arndt Pfeiffer, 17. und Simon Schemp, 29. leisteten sich jeweils einen Schießfehler, und ich glaube, sagte Pfeiffer, dass wir skimäßig auch nicht optimal aufgestellt waren. Das soll aber keine Ausrede sein, Doll schob nach, daran müssen wir am Freitag noch arbeiten, damit die Frauen dann besseres Material unter den Füßen haben. Nach dem Sprint der Frauen finden am Samstag ab 15 Uhr die Verfolgungsrennen statt, für die sich die besten 60 Athleten des Sprints qualifizieren. Bei den Massenstarts am Sonntag ab 11.45 Uhr, die das erste Trimester der WM-Saison beenden werden, sind die besten 30 Athleten der Gesamtweltcup-Wertung am Start.